Mehr als stark zeigt sich der aktuelle Markt und zwar insbesondere in Deutschland, denn wir sehen das. Nach dem Wochenende hatten wir hier, man sieht es im 15-Minuten-Chart, schon einen Riesenstart mit Gap, der dann auch noch positiv oder die Bewegung, die dann noch positiv ausgeweitet wurde. Und heute wieder ein Aufwärtsgap, von wegen Gaps werden immer geschlossen. Sicherlich früher oder später schon, aber kann man darauf warten, das ist die andere Seite. Der Markt also weiterhin nach oben unterwegs. Und damit, man kann das hier kaum erkennen, schon deutlich drüber. Ich mache mal das B bewusst jetzt hier weg, denn ich muss ganz ehrlich sagen, aktuell finde ich es fast sinnvoller oder ganz viel sinnvoller, die Zählung hier beim DAX so aufzuzählen. Denn dadurch, dass wir diese Zone jetzt so dynamisch verlassen haben, das war ja eine Kannwende, das war ein Bereich, wo ich sage, genau hingucken lohnt, da hat der Kurs beste Chancen zu drehen. Aber er hat sie nicht genutzt. Und das ganz deutlich. Also es gab überhaupt gar kein Vertun, gar kein, naja, vielleicht ja doch. Nein, überhaupt nicht. Es gab nur Stärke in dieser Zone. Und das ist auf jeden Fall ein ganz klares Signal für die Bullen. Das heißt, die blaue Kiste, die ich hier unten so mag für den DAX oder mochte für den DAX, die ja auch die etwas wahrscheinlichere war, die scheint eben jetzt nicht mehr angesteuert zu sein. Umso wichtiger ist es, eben sich solche Sachen bestätigen zu lassen. Also nicht einfach zu sagen, ich gehe jetzt short, sondern tatsächlich zu sagen, wo muss ich hingucken? Passiert da irgendwas? Und wir haben eine ganz klare Aussage gehabt, da passiert eben genau nichts. Insofern war das eigentlich bestmöglich aufgelöst. So, aber wie gehen wir damit um? Es ist ja anders als idealerweise erwartet. Jetzt ist der Kurs also tapfer auf dem Weg nach oben. Man muss dazu sagen, ich hatte in dem Wochenendvideo ja schon erwähnt, der Rücksetzer beim DAX, der ist ja relativ weit gewesen. Deshalb sind die Chancen gegen allen anderen Märkten, gegen den amerikanischen Markt, auch dem breiten, dem S&P, sowieso die größten, dass die Aufwärtsbewegung hier weiter folgt. Und dementsprechend würde ich jetzt klar dieses Szenario erstmal vom Tisch nehmen. Es ist zwar nicht unmöglich geworden, aber es ist deutlich unrealistischer oder weniger wahrscheinlicher geworden und deshalb eben nicht mehr im breiten Fokus. Wir haben sicherlich nochmal eine Widerstandsmarke, die ungefähr im Bereich von 12.600 liegt, ganz grob gesprochen jetzt mit ein bisschen plus minus. Da kann der Kurs durchaus abprallen. Das ist auch nicht unrealistisch oder nicht wenig wahrscheinlich. Dann allerdings nicht mehr mit der Zielvorgabe, dass wir etwas in dieser Richtung hier zur Korrektur bringen. Denn dieser Aufwärtsarm, der ist dann doch zu dynamisch und er wäre auch zu lang. Denn je länger dieser Arm wird, ich übertreibe jetzt mal, aber nur, dass man weiß, welchen Arm ich meine, je länger dieser Aufwärtsarm wird, desto weniger realistisch ist das eben, die Aufwärtsbewegung mit anschließend abwärts. Okay, wenn das jetzt nicht mehr kommt, gibt es also jetzt keine Chance mehr für abwärts? Doch, natürlich kann der Markt noch nach unten gehen, allerdings dann eher, um diese Bewegung hier zu korrigieren, sprich die Bewegung, die wir jetzt hier in den letzten Wochen hatten, also seit Mitte Mai, die muss natürlich früher oder später auch mal korrigiert werden. Das wäre mehr als typisch. Allerdings dann eben, ich zeichne das ruhig mal hier in dieses obige Bild mit ein, dann eher auf dieser Ebene. Also wir werden dann sehen, wo das hoch ist. Das können wir bis jetzt ja noch nur raten, aber ich deute es jetzt mal nur so ungefähr an. Also, dass wir dann Rücksetzer irgendwo in diesem Bereich haben. Wer es jetzt nicht lesen kann, 11.500 ungefähr. Das ist bitte jetzt nicht wortwörtlich zu nehmen, aber ungefähr und schon gar nicht mehr Richtung 10.000. Das ist zumindest mal das Bild, was der DAX aktuell spricht. Es wäre jetzt übertrieben, wenn ich die gleiche Analyse jetzt, dann wird es ewig lang jetzt, auch nochmal auf dem amerikanischen Markt machen. Aber kurz zusammengefasst, in Amerika haben wir immer noch die Chance, auch wenn das mit dem DAX doch offensichtlich gar nicht zusammenpasst, dass wir diesen etwas größeren Rücksetzer hier bekommen. Denn hier sind wir noch unterhalb dieser Widerstandszone und auch diese Aufwärtsbewegung, solange sie jetzt noch ist, ist noch nicht lang genug, dass das Bild nach unten, also irgendwie eine scharfe Bewegung, irgendwas, was ich hier mal so parallel hingezeichnet hatte, dass wir sowas bekommen. Das ist noch längst nicht unmöglich geworden. Das ist also immer noch in Amerika denkbar. Es ist also durchaus nicht vom Tisch zu nehmen, dass wir eventuell in Amerika diesen vollen Rücksetzer noch bekommen, während der DAX möglicherweise dann eben nur auf diese Hälfte runtergeht. Damit wären wir wieder synchronisiert. Die Märkte würden sowohl in Europa als auch in Amerika fallen, allerdings dann eben entsprechend auf andere Niveaus, das heißt ein etwas anderes Bild geben. Geht das? Ja, natürlich geht das. Das haben wir ja beim Nasdaq ebenfalls gesehen, denn auch der Nasdaq, wenn wir das uns mal angucken, ist ja nur so auf die Hälfte, wenn das Bild irgendwann mal eingespielt wird hier, zack, da kommt's, ist ja bis jetzt noch gar nicht zurückgefallen und da steht dieser Rücksetzer ja auch noch aus. Also wir haben dort ein anderes Bild, was zwar durchaus passend ist zum amerikanischen Gesamtmarkt, aber eben
hier bis jetzt nur die Aufwärtsseite gezeigt hat und mit einer gewissen Chance jetzt nochmal ein Allzeithoch oben rauszunehmen und danach eben erst runterzugehen. Muss allerdings nicht sein, dass er noch das Allzeithoch reißt, aber es würde mich nicht wundern, es wäre eigentlich ein Klassiker, dass wir alte Hochs dann nochmal rausnehmen. Das mögen Märkte unheimlich gerne. So, wer Spaß an solchen Analysen, an solchen Ideen hat, wer Spaß an solchen Einschätzungen hat, aber eigentlich noch viel mehr, auch mal Intraday, mal ein Update haben möchte, wie es denn da aussieht, der ist natürlich herzlich eingeladen, bei Trade2Go mitzumachen. Es ist kostenfrei, einfach kurz anmelden und dann gibt es Nachrichten auf WhatsApp oder Telegram, was auch immer Sie da bevorzugen. Oder eben beim Trade des Tages, wo wir dann auch immer eine Trading-Idee mit konkreten Marken vorstellen, da einfach mal reinzugucken. Es ist kostenfrei, was soll schon groß passieren? In diesem Sinne drücke ich allen die Daumen, auf der richtigen Seite zu liegen im Markt und dafür meine besten Wünsche. Bis zum nächsten Video.